Nächster Redner ist der Bildungssprecher der FPÖ, Wendelin Mölzer. Frau Minister, hohes Haus, ja, geschätzte Kollegen von der ÖVP, das kommt dabei raus, wenn man selber ständig taktiert, siehe Bildungsreform, Prinzipien verrät und dergleichen fort. Die SPÖ hat Ihnen das vor Augen gehalten, was Sie selber ganz gerne machen. Dürfte also hier der Koalitionsbruch heute vollzogen werden. Wir werden, was den Antrag der Kollegin Maurer betrifft, da wahrscheinlich mitstimmen. Kollege Karlsberg, unser Wissenschaftssprecher, wird das dann später noch detaillierter erörtern. Zum gegenständlichen Gesetzesvorlage bzw. der Änderungen des UG 2002 und des HSG 2005 ist zu sagen, dass wir grundsätzlich natürlich erkennen oder einsehen, dass es notwendig ist, hier bürokratische und dergleichen Anpassungen vorzunehmen. Die Frau Kollegin Gamon hat es heute schon thematisiert und das ist mir noch wichtig, das auch jetzt in einem herauftreuenden Koalitionsstreit, den wir gleich erleben werden, trotzdem noch zu betonen, dass der Themenbereich des Quereinstiegs in den Lehrerberuf ein ganz wesentlicher ist, den auch wir voll und ganz unterstützen und wo wir im gegenständlichen Gesetzesvorschlag ein bisschen zu wenig in diese Richtung erkennen lassen. Mir wundert es nur insofern, als dass die SPÖ und die ÖVP da immer wieder das sehr interessante Modell der Privatinitiative Teach for Austria entsprechend vor sich hertragen und das zu Recht gelobt haben, aber justament diese Gesetzesänderung, diesem Teach for Austria-Modell, wo eben der Quereinstieg von Menschen, die nicht Lehramt studiert haben oder kein pädagogisches Studium gemacht haben, forciert werden soll, justament in diesem Gesetzesvorschlag sich nicht wiederfindet. Ich schließe mich da meiner Vorrednerin von NEOS eben an, dass wir hier auf jeden Fall in Zukunft verstärkt ansetzen müssen und schauen müssen, dass wir da eine Verbesserung finden, weil es ist keine Frage, der Lehrer- und Lehrerinnenmangel, der auf uns zurollt, der ist jetzt schon in vielen Bereichen eklatant spürbar, wenn wir an etwa Mathematik und andere naturwissenschaftliche Fächer denken. Und da wird es wichtig sein, dass wir hier entsprechend Maßnahmen setzen. Danke. Der Lehrermangel sei jetzt schon spürbar. Es brauche hier Maßnahmen, so FPÖ-Bildungssprecher Wendelin Mölzer.